Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer wunderschönen Runde Themen-Battle. Heute treten an Surfer-Pokémon gegen Fliegen-Pokémon. Dabei sind in meinem Team Snibunna, Knackrack, Glashokin Galar, Relaxo, Pinkerchin, Raichu Alola, Rihornior, Arctillas und Tapu Fini. Während im Fliegenteam unseres Gegners Katapultra, Kapuriki, Alola, Raichu, Ramot, Drapfel, Pelipper, Kagoron, Golgantes und Latias drinnen sind. Und wir haben heute ein sehr interessantes Team dabei. Wir haben ein Muskelband Weavile dabei, welches sehr, sehr cool ist, weil der kann so Fake Out mit Double Prion, das finde ich sehr nice. Choice Packs Alola Raichu, dass wir durch das verdammte Kagoron durchbreaken, genauso wie SD Chomp, damit wir da durchbreaken. Wir haben ein Bulky Slowking Galar, genauso wie wir ein wunderschönes Bulky Relaxo haben mit Sub tatsächlich, weil wir mit dem Sub potenziell ein bisschen was abusen können, können ein bisschen gucken, was unser Gegner so machen will. Ich weiß nicht, ob wir den richtig effektiv einsetzen können gegen sowas wie Pelipper oder so, falls er den überhaupt mitnimmt, deshalb müssen wir gucken. Und ansonsten ist noch ein physisch defensiveres Everluck dabei, gerade für sowas wie ein physisches Dragapult. Okay, das bedeutet, unser Relaxo wird wahrscheinlich nicht so, also der Sub auf Relaxo wird ziemlich unnecessary sein. Das ist aber actually okay. Ich überlege, ob ich einfach mit dem Duke leaden möchte und dann einfach so ein Fake-Out rauszimmer. Also, das Problem ist halt, dass Dragapult und Alola Raichu plus Kapuriki beide schneller sein können. Alola Raichu ist immer im Speedtime mit dem anderen Alola Raichu. Und ich habe durchaus Respekt vor dem Golgantes. Das heißt, ich würde im Endeffekt, würde ich fast am liebsten mit Snorlax, glaube ich, leaden, weil ich glaube nicht, dass Celesteela im Lead kommt. Celesteela kann halt unfassbar nervig werden, wenn das so ein Seed-Set ist. Dann habe ich da echt wenig Bock drauf, weil ich habe leider nicht genug Speed, dass wir Celesteela auch noch outspeeden. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ansonsten wäre nämlich da das Subset eigentlich pretty interesting gewesen. Also gucken wir einfach mal, wie das Ganze hier ausgehen wird. Jetzt hätte ich sehr gerne irgendwas auf meinem Snorlax drauf, um das Kagoron besser zu punishen als mit Ice Punch. Dann muss man einfach mal gucken, wie das läuft. Ich hoffe, dass das Kagoron vielleicht so eine Flash Cannon spielt, damit ich mit Miracode Everluck da was machen kann. Beziehungsweise einen Flammenwurf kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Wobei, braucht es Flammenwurf gegen mein Team? Ja, Weavile halt, ne? Gegen Weavile ist es ganz nett. So, ich hoffe, wie gesagt, er leadet nicht mit diesem Kagoron. Und er leadet mit Marjorie Daw. Ich hasse mein Leben. Ich habe so gehofft, dass er nicht mit dem leadet, ne? Ja, das ist schlecht. Weil der kriegt entweder Free Seeds oder ich weiß nicht, was er genau machen will. Ich gehe einfach mal auf den Ice Heap, um zu scouten, was er machen möchte. Einfach mal gucken, was der machen will. Ich zeige ihm damit, dass es eigentlich mein bester Move wirklich Ice Heap gegen den ist. Wovon ich so semi-begeistert bin. Er ruft straight up zurück. Geht in Sakai Yuji. Und kriegt einen Ice Punch ab. Ich glaube, das fühle ich. Ich glaube, ist das nicht, ist das eine Dings-Referenz? Eine, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Jujutsu Kaisen-Referenz, das fühle ich, glaube ich. So, er hat ziemlich sicher Alola Raichu predicted. Das ist sehr gut. Ich überlege, ob ich dem jetzt einmal nochmal einen Ice Punch reinzimmer. Snorlax könnte aber halt noch sehr wichtig werden. Ich habe allerdings nicht so viele Switch-ins. Ich kann halt jetzt, okay, er ruft wieder raus und geht in, geht er in Celesteela? Er geht in Alastor. Das ist Ramot. Bei dem bleibe ich drin. Mich wundert es, dass er Ramot reinwirft, um gegen Snorlax zu setupen. Ich werde jetzt, glaube ich, hier eiskalt einen Steinhage da abfeuern. Ich glaube, da kenne ich gar nichts. Ich hoffe einfach, er denkt sich, er kann dagegen setupen. Und hat nicht auf dem Schirm, dass ich Rock Slide kann. Mirror Code wäre auch eine Möglichkeit, hier zu drücken. Er wird mich niemals rausnehmen können. Ah, ich weiß gar nicht, ob Rockslide hier der Play war. Er geht auf Fighter rein! Wenn da jetzt keine Antigesteinsbeere drauf ist und ich hitte, ist, glaube ich, alles gut. Weil ich glaube, dann one-shotte ich den. Meine ich. Ich glaube, ich habe das nämlich gekalkt. Der connected und? Nice! Everluck besiegt einfach das Ramot. Wie geil! Everluck, lass mal heiraten, du geiler Feger, du. Du geiler Iceberg. Sehr, sehr gut. Das ist actually wirklich absolut insane. So, Marjorie Daw kommt. Und jetzt hoffe ich einfach, dass er mich mit einer speziellen Attacke angreift. Will ich das hoffen? Komm, wir hoffen mal. Spiegelcap, wir probieren es jetzt. Er geht auf Autotomie. Von mir aus. Es ist ein offensives. Dann ist er speziell offensiv.
Ich glaube, der kann mir nix. Ich glaube, der kann mir ja dann actually nix. Wenn der physisch ist, dann wall ich den. Und wenn er speziell ist, stirbt er immer Mirror Code. Ich will jetzt einfach weiter Spiegelcap drücken. Er ist wirklich physisch, okay. Wie viel macht das? Das macht aber nicht so viel, oder? Das war ja gar nichts. Ach du Scheiße. Das Problem ist, eigentlich müsste ich scouten, ob er jetzt noch einen speziellen Move in der Hinterhand hat. Aber er hat ja jetzt die ganze Zeit Mirror Code gesehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass er jetzt hier irgendwas Spezielles drückt. Rambos kommt wieder, okay. Also der ist halt jetzt plus 2, was ein bisschen nervig ist. Aber im Endeffekt ist das okay. Lawine kommt. Das dürfte gegen Offensives richtig guten Damage machen. Holy shit. Das war ein Crit. Okay, das erklärt einiges. Was will er noch so spielen? Also ich kann mir immer noch vorstellen, dass da spezieller Move drauf ist. Rambus kommt aber wieder. Wir recovern und damit wallt gerade Arctillas sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin überrascht, was Arctillas hier gerade am Performen ist. Weil ich habe Arctillas actually noch nie be benutzt und ich bin überrascht, wie positiv der mir gerade auffällt. Also er sah sogar auch. Oh, er hat wirklich einen Flammenwurf. Ja, der macht halt verdammt viel Damage. Kein Burn. Sehr schön, Lawine reicht hier vielleicht durch den Crit. Jo. Arctillas hat das Celesteela gewollt. Natürlich durch einen Lucky Crit, ne? Aber ich sag, das ist eins meiner größten Problemkandidaten gewesen. Und ihn einfach so vom Spielfeld zu entfernen. Ich liebe dich, Arctillas. Eigentlich hat Arctillas, glaube ich, auch so mit jeglicher Aufgabe, die er erfüllen musste, erfüllt. Weil, also Ramoth ist halt weg. Kagoron ist weg. Golgantis, ja, gegen Golgantis wäre dann noch ganz nice. Ich weiß gar nicht, ob ich Golgantis noch wallen könnte an der Stelle. Das kann ich jetzt gar nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, will ich ihn jetzt draufgehen lassen? Dafür, dass er so einen guten Job gemacht hat, will ich ihn eigentlich jetzt nicht draufgehen lassen. Aber da sind gefühlt potenziell nur noch spezielle Mons und Golgantis. Und ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt Momentum geben möchte, dass er potenziell kriegen kann durch einen Volt-Switch. Ich gehe einfach mal auf Genesung. Vielleicht kriegen wir eine Genesung raus. Ich bezweifle es. Oh. Gedankengut ist tatsächlich sehr nervig. Aber solange er nur eins rausbekommt, ich glaube nicht, dass Arctillas einen speziellen Move lebt. Vielleicht wäre Lawine hier direkt der Play gewesen. Ich meine, wir haben immer noch eine Haban-Berry auf unserem Garchomp. Wir können immer noch den Scarf bluffen. Also wir haben eigentlich hier Möglichkeiten. Ich gehe auf eine Lawine. Weil ich. Ja, eigentlich wäre Mirror Code hier immer der Play gewesen, aber ich glaube, es reicht so und so aus, ja. So, da nur auf plus 1 ist, kann ich hier einfach in Garchomp gehen. Wir haben. Ja, doch. Ich gehe einfach in meinen Garchomp und tue so, als wäre der gescarft. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwas reinwechseln will dagegen. Er könnte eine Sugarberry haben. Was okay ist, weil danach kommt mein Raichu-Alola zur Not und nimmt den raus, weil ich sein Elektro-Terrain. Wobei ich müsste gucken, wie lange das Electric Terrain noch da ist. Wobei er eine Runde, jetzt Gedankengut 2. Es sollte noch lang genug da sein. Nevermind. Also wir haben halt die Anti. Also ich habe irgendwie verkackt und die falsche Beere da drauf. Wunderbar, Roseli Berry wird gegessen. Und damit sollten wir diesen Move leben. Und wenn er nicht Schucker ist, besiegen wir ihn jetzt. Und er ist. Nicht Schucker, perfekt. Ich hätte nämlich gedacht, dass er potenziell Schucker ist. Aber das ist sehr, sehr schön für uns. Sehr, sehr schön. Das Kapuriki einfach hops genommen. Wunderbar. Alola Raichu ist zwar noch da, der juckt mich aber relativ wenig. Weil ich habe noch zwei sehr gute Checks gegen den. Katapultra ist natürlich jetzt noch da. Der ist ein Ticken nervig, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt sogar mit dem revengen wird. Ja. Katapultra kommt noch rein. Ich glaube, ich werde jetzt auch einfach mein Garchomp gegen den Opfern. Klar kann dann Raichu Alola mehr oder minder free mit seinen Elektroattacken angreifen, aber ich habe jetzt gar keinen Bock, dass er irgendwie auf einen Predicten Sub rausbekommt oder mein Dragon Dancen zu missen oder sowas. Er geht auf Phantom. Das überrascht mich jetzt. Weil das gibt mir actually die Möglichkeit. Hä? Gut, der ist halt nicht schneller. Der gibt mir halt jetzt die Möglichkeit, in den Markt zu gehen. Und damit fange ich halt Phantomkraft ab und kriege einen Free Ice Punch raus. Also klar, er hatte jetzt Dragon Darts in der Hinterhand. Und ist auch offensichtlicherweise physisch. Aber I guess das ist okay. I guess das ist okay.
Das sollte fein sein. Er ruft zurück. Gegen wen geht er? Sakai Yuji. Aber die Roll sah so aus. Also es könnte eine Roll sein, ob der nächste Ice Punch reicht. Aber ich glaube, der nächste Ice Punch reicht halt einfach. Jo. War ein Crit mal wieder geil. Ich glaube nicht, dass er gemaddert hat, aber wir hexen hier gerade ein bisschen sehr viel rum. So für meine Verhältnisse, für meine Hex-Verhältnisse. Wie ich sie gerne habe und wie ich sie nicht gerne habe. Ich glaube, ich gehe einfach auf eine Fassade und guck, was er macht. Also eigentlich geht er halt immer auf... ich wollte gerade sagen auf Donnerblitz. Aber er spielt sogar einen Abschlag. Schade, damit funktioniert mein Gieferbeeren-Set nicht. Fassade könnte ein Two-Shot sein. Und wie das ein Two-Shot ist. Ja, und jetzt? Kann ich halt einfach wieder Fassade drücken, ne? Also er könnte jetzt in Dragapult gehen. Ich glaube eigentlich nicht, dass er das macht. I guess wäre eigentlich schon sein Play, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das eigentlich schon sein Play. Mit Fake Out Ice Shard besiegen wir auf jeden Fall das Alola Raichu. Und... ja, Katapultra ist ansonsten allgemein noch. Der geht auf den Volt Switch. Ja, Ice Punch wäre immer mein Play gewesen. Ah, habe ich zu schnell gedrückt. Aus irgendwelchen Gründen habe ich mir nicht in meinem Kopf abgespeichert gehabt, dass Katapultra noch lebt. Da war so Phantomkraft, dann war der so weg und ich dachte mir so, oh, der ist jetzt komplett weg vom Spielfeld. Nein, ist er nicht, du Dummbatz. Nein, ist er nicht. Das war richtig dumm. Weil jetzt mit Ice Punch hätten wir gewonnen gehabt. Dann richtet Weavile das einfach im Alleingang. So müssen wir jetzt noch gucken, dass wir einen Dragon Darts überleben. Und wenn der potenziell banned ist, dann ist das sehr nervig. Vor allem, weil ich glaube, dann Weavile auch keinen mehr nimmt. Er geht auf den Dragon Dance. Maddert das? Stirbt er nicht trotzdem einfach an einem Ice Shot danach? Ich meine, er muss jetzt alles machen. Anti-Eisbeere? Hat er nicht. Er muss jetzt nochmal alles... Schwächen... Nee, Leftovers. Okay, ich wollte gerade sagen, Schwächenschutz. Ich bin überrascht, wie wenig das gerade gemacht hat. Das deprimiert mich gerade ein bisschen. Tiefschlag! Der hat keine Dragon Darts, ne? Okay, das ist GG. Das gewinnt Wee... Okay, nee, Snorlax hat gar keinen Bock, dass Weavile hier nochmal irgendwie was macht. Gut, dann gewinnt das wohl nicht Weavile, sondern halt Snorlax von mir aus. So, Alola Raichu kommt da jetzt noch. Kann ich noch irgendwen... Ich will eigentlich mein eigenes Alola Raichu reinwerfen und ich möchte mit meinem Alola Raichu dagegen gewinnen. Weil ich glaube, das fühle ich, dieses Mirror-Matchup. Weil die beide fliegen und Surfer können. Ah, verdammt, der geht auf Surfer. Das nervt mich jetzt. Aber es macht nicht genug perfekt. Ich würde gerade sagen. Ich weiß gar nicht, wie der Damage-Output von dem ist. Ist der gespaxed? Und Edward ist schneller, der Geile. Und surft ihn um. Ich glaube, das ist GG, ne? GG an der Stelle. Wir waren sehr lucky unterwegs. Also ich glaube, der Crit gegen das Autotomie-Teil war auf jeden Fall sehr wichtig. Der war matchentscheidend. Und ansonsten, ja, der Crit jetzt gegen Katapultra hat nicht gemeldet, weil dann wäre Weavile reingekommen, hätte halt Ice Shard gedrückt. Also das war wirklich komplett unbedeutend. Und ansonsten, ich glaube, wir hatten noch irgendwo einen Crit, aber ich weiß nicht mehr welchen. GG an der Stelle auf jeden Fall war ein sehr innovatives Thema, meiner Meinung nach, auch wieder. Also die Themen sind schon sehr stark, kann man kein Auge machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.